Herzlich willkommen zurück zu Donkey Kong Country Returns. Beim letzten Mal haben wir die bissigen Bärchen und den Wackeltempel grandios gemeistert. Also da blieben gar keine Wünsche offen und das war, glaube ich, die schnellste Zeit, die jemals irgendjemand dafür gebraucht hat. Also ich bin quasi der Weltrekordhalter für die schnellste Zeit bei diesen beiden Leveln. Ich könnte nicht stolz auf mich sein. Gehen wir also weiter nach dieser Weltrekordleistung in 3K Schiebestampfer. Gucken wir doch mal, ob wir da nicht auch die Besten der Welt schlagen können. Ich denke, das ist sehr einfach. Okay, also auch dieses Level habe ich noch nie gespielt. Bin also mal sehr gespannt. Ich hatte vorhin einen kleinen Aufnahmefehler, das heißt, ich habe diesen Bildschirm schon mal gesehen. Also ich musste gerade die Aufnahme nochmal neu starten und bin nochmal rausgegangen aus dem Level. Aber weiter als diesen Bildschirm habe ich tatsächlich noch nicht gesehen. Schiebestampfer klingt auf jeden Fall mal sehr fies für mich. So viel kann ich, glaube ich, schon mal verraten. Ich bin etwas eingeschüchtert. Oh nein, ist das etwa das Thema dieses Levels? Sich bewegende Blöcke. Sich bewegende Blöcke sind das Thema dieses Levels. Das wird sehr interessant. Das heißt nämlich, es gibt auch definitiv forcierte Wartezeit, weil man muss ja darauf warten, dass die Plattformen sich auf die richtige Stelle bewegen. Und es gibt sehr viele Möglichkeiten, einfach stumpf zerquetscht zu werden. Ich liebe aber die Designs dieser Blöcke. Sind die großartig oder was? Einfach mal stumpf vom originalen Donkey Kong, quasi aus dem Arcade-Klassiker, ja. Oh, wow, 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 das war mir etwas zu knapp. Nein, das ist mir noch viel knapper. Ich komme einfach gerade nicht in diese blöde Lücke da rein. Okay, schneller. Schneller, Medoax, schneller. Oh, das ist gemein. Das sieht nicht so eng aus, aber wenn man es mal macht... Holla die Waldfee. Das sieht nicht so eng aus, aber es ist enger, als man denkt. That's what he said. Definitiv, das war eine zu gute Möglichkeit. Das war auch eine gute Möglichkeit, einfach stumpf zu sterben. Oh je. Aber zumindest, wir haben ja schon mal ein Puzzleteil und die bleiben ja gespeichert. Das heißt, wir müssen uns da nicht nochmal drum kümmern. Oh, wie gemein ist das denn bitte? Der Rückstoß, ja, für die, die es gerade vielleicht nicht so ganz verstanden haben, was da gerade passiert ist. Der Rückstoß dadurch, dass man gegen die Wand rollt, ist so groß, dass man wieder unter die Blöcke kommt, wenn man das schlecht timet. Also so timet wie ich gerade. Wow, das ist ja richtig gemein. Aber ich erwarte hier schon gar nichts anderes mehr. So ist es ja nun mal. Ah! Ich kriege hier noch mal einen Herzanfall, wenn ich hier in diese komischen Spalte reinfliege. Das ist ja... Okay, dieses Level wird meiner Gesundheit nicht förderlich sein. Das sehe ich jetzt schon. Okay, hier kann ich mir ein bisschen Zeit lassen. Da ist zumindest eine kleine Pause. Ich habe nämlich auch nicht genug Zeit darunter... zu laufen, glaube ich. Also ich glaube, ich brauche tatsächlich auch die Rolle eigentlich. Okay, das war jetzt gerade in Ordnung. Ich weiß nicht, warum es letztes Mal nicht funktioniert hat, aber ganz offensichtlich habe ich irgendwas anderes gemacht. Oder irgendwie sowas in der Art zumindest. Ha, das ist sehr verwirrend für mein kleines Köpfchen hier. Sehr verwirrend. Ich kapiere das alles gar nicht. Nein. Nein, das geht schon. Also das versteht man schon, die Pattern hier. Macht es aber nicht leichter. Okay, hier habe ich, glaube ich, genug Zeit hochzukommen. Aber ich sollte das nicht zu früh sagen. Nee, okay, das ist in Ordnung gewesen. Was ist das denn da? Was ist denn da los, da rechts? Und ich habe Diddy nicht mehr. Ich kann nicht mehr unendlich rollen. Ich muss immer eine Pause machen jetzt zwischen dem Rollen. Das meint ihr doch jetzt wohl nicht ernst. Ich hab mein Diddy nicht mehr. Wie soll ich das denn jetzt ordentlich machen hier? Oh Gott! Was? Also ganz ehrlich jetzt mal, wie hätte ich das denn jetzt gerade machen sollen? Was? Kann ich mich da drunter wegducken? Ist das wirklich so stumpf? Das würde mich doch stark wundern. Ich glaube aber, dieses Level wird ein Level, wo es sich durchaus lohnt, einfach mal zu cutten. Das werde ich jetzt auch tun. Die Magie des Editing! Huzzah! Huzzah! So, und da bin ich wieder. Die Magie des Editings! Wahnsinn! Toll! Noch nie da gewesen, sowas. Oh Gott, war das ein schlechter Schnitt. Egal. Ich kann mich da doch jetzt nicht stumpf... Oder kann ich vielleicht doch? Ich will es ausprobieren. Ich kann mich da stumpf drunter wegducken. Ich glaube das ja jetzt wohl nicht. Das ist ja wohl nicht zu fassen. Okay, dann nehme ich alles zurück, was ich vorhin gesagt habe. Das ist dann doch leichter, als ich dachte. Sehr, sehr viel leichter, als ich dachte.
Ah, nur ihr seid natürlich dafür da, um mich ganz schön zu nerven hier dabei. Das sehe ich ein. So, schneller bitte, dankeschön. Ich hatte gerade schon etwas Angst. Ja, okay, dann ist es ja in Ordnung. Ich hatte nur etwas Angst, dass die da irgendwie Unmögliches von mir fordern. Weil das erschien mir denn doch stark unmöglich gerade. Okay, wenn ich darauf gehe, dann kann ich nach rechts gehen ohne Probleme. Da werde ich nicht eingequetscht, das ist gut. Dann kann ich weiter nach unten, ohne Probleme. Dann sollte ich am besten darauf warten, auf den hier kommen zu können, genau. Oh, das ist auch ziemlich gefährlich. Da wäre ich gerade fast unter die Räder gekommen, beziehungsweise unter die Blöcke. Ja, ich weiß, Qualitätswitze bei Medox können auch einzeln gekauft werden. Okay, das war ein wenig dumm gerade, sehe ich ein. Das hätte ich durchaus sehr leicht umgehen können, diese Todesfalle da. Dann nehme ich das ganz auf meine Kappe. So, hier ist es nicht schlimm. Hier werde ich eh zurechtgerückt von beiden Seiten. Also das ist nicht so schlimm. So, dann kann ich hier stehen bleiben und hier rauf, nicht wahr? Ganz genau, das sieht doch gut aus. Was mich ein bisschen nervös macht, ist, dass die sich gerade nicht bewegen, die da rechts. Ah ja, okay, ich wusste doch, da ist irgendein Trick dabei. Ach, und das Ganze bewegt sich auch noch. Lovely, lovely ist das hier. Und ich war fast am Ende. Ich war fast am Ende. Und ich war fast am Ende. Das ist ja nicht zu glauben. Zumindest sah es so aus, als ob ich fast am Ende gewesen wäre. Die Magic des Editings. Huzzah! Au. Die Magic des Editing hat mich nicht gerettet. Huzzah! Okay, ich hatte eigentlich vor, hier noch eine coole Transition zu machen, aber ich bin hier gerade etwas gefangen, leider. Okay, das heißt, ich muss hier einmal kurz versuchen, das besser zu machen als beim letzten Mal und vor allem schneller zu sterben. Huzzah! Mann, das dauert immer so lange, dahin zu kommen. Huzzah! Huzzah! So, da bin ich mal wieder. Es dauert wirklich lange, hierher zu kommen. Jedes Mal wieder. Egal. Diesmal habe ich 2 Leben, das heißt, es sollte eigentlich funktionieren jetzt. Alles in Ordnung. Und wir waren tatsächlich direkt beim Ende. Ich glaub's ja wohl nicht. Oh, Moment. Ich habe gerade nicht aufgepasst. Haben wir alle Puzzleteile? Oh mein Gott. Haben wir alle Puzzleteile? Puh. Ein Glück. Ich habe gerade wirklich überhaupt nicht aufgepasst. Ich habe gerade schon den kalten Schweiß bekommen, dass ich irgendwas verpasst habe und da jetzt nochmal rein müsste. Puh. Okay, wir hatten tatsächlich alle Puzzleteile. Dann ist gut. Aber ich bleib dabei. So nerv ich jetzt... Naja, gut. Obwohl... Wenn man mal ganz ehrlich ist, dieses Level war an sich, was war nochmal hier das Thema? Ich muss mal kurz gucken, der Trümmertempel. Ach ja, genau, das war dieses runterfallende. Das hier war an sich, wenn man es mal ganz ehrlich nehmen möchte, der leichteste bislang. Das heißt, wir haben tatsächlich in absteigender Reihenfolge, der erste Tempel war der erste, lol, Wahnsinn, großartige Gedankenleistung hier. Das ist unfassbar, was ich gerade rede. Also, der erste Tempel war der schwerste, jetzt haben wir es. Der zweite Tempel war der mittelschwere so und der dritte war jetzt der leichteste. Das ist sehr interessant, dass es irgendwie in der Form weitergeht. Das ist natürlich nur aus meiner persönlichen Sicht, aber so denke ich halt. Das finde ich sehr interessant. Okay, aber nachdem wir jetzt die ganze Welt hier quasi rigoros uns unter den Nagel gerissen haben, oder? Stimmt doch? Jawohl. Können wir jetzt endlich zum Boss gehen und mal ein bisschen Spaß haben wieder. Einem fetten Huhn einfach mal eine reinzuhauen. Ich würde das übrigens nicht empfehlen im realen Leben, liebe Kinder. Also haut bitte nicht dem Nachbarshuhn irgendwie, was ein bisschen molliger ist, irgendwie fetzt mit der Faust eine rein, sondern das geht jetzt nur darum, dass hier der Boss ein fettes Huhn ist. Ich habe auch nichts gegen fette Hühner allgemein, nur gegen dieses ganz spezielle fette Huhn. Nur, dass wir das nochmal klarstellen. Wir leben ja in einer sehr schwierigen Zeit, was solche Äußerungen angeht. Da ist der Schuldige für diese Welt. Bong. Beziehungsweise so ganz schuldig ist er eigentlich gar nicht. Er setzt quasi nur das in Kraft, was eh passiert wäre irgendwann. Nämlich der Pendel wurde aktiviert irgendwie. Und er geht mit dem fetten Huhn da rein. Die beiden haben hoffentlich eine schöne Zeit miteinander. Bisschen eklig, wenn ich mal so gerade drüber nachdenke. So, ich habe den Boss als... Warum habe ich jetzt noch A gedrückt? Keine Ahnung. Ich habe den Boss als relativ schwierig in Erinnerung eigentlich. Gucken wir mal, ob das wirklich auch heutzutage noch Bestand hat, diese Einschätzung. Oder nicht.
Weil die Mechanik von diesem Boss war ja quasi, dass man die Bomben auf ihn zurückschicken muss und er kommt manchmal runter und versucht einen auszutricksen quasi. Beziehungsweise manchmal werden auch andere Bombentypen, glaube ich, verwendet und sowas. So, sowas gab's auch. So, gleich wirst du dich wahrscheinlich in den Sinkflug begeben, da ist es passiert. Wird es nochmal passieren, ist die Frage. Scheinbar nicht. Okay, das freut mich dann doch. Das Schöne ist, der zielt geradeaus auf mich zu. Okay, das war genau der andere Bombentyp, den ich meinte. Genau, der sendet nämlich so eine komische Schockwelle aus. Aua, daran habe ich nicht gedacht. Ich finde es auch gut, wie ich direkt in den Boss reingesprungen bin, anstatt ihm auszuweichen. Nice going, nice going. Okay, wir bekommen ein Herz. Das freut mich. Danke, danke schön. So, und jetzt wird, glaube ich, gleich mit einer ganz speziellen Bombe irgendwie die oberste Schicht hier von diesen Dingern abgetragen. Genau, das hatte ich auch noch richtig in Erinnerung. Die unterste Schicht war es sogar. Nicht die oberste Schicht. Ich mag aber die Musik auf jeden Fall sehr gerne hiervon. Was bist du denn bitte? Dich habe ich gar nicht mehr in Erinnerung. Okay, du bist einfach nur eine wandelnde Bombe. Ich dachte schon, das wäre jetzt was noch Schlimmeres. Ah, okay, das wird gefährlich. Aua, aua. Da bin ich wieder schön reingesprungen, so wie die es halt haben wollten von mir. Wie jetzt schon wieder eine... Was? Okay, das wäre jetzt keine Zerstörung des Spielfeldes. Ich dachte schon. Kann ich dich jetzt auch mal wieder treffen? Das wäre sehr nett. Muss ich mal so sagen. Okay, wo muss ich hin? Okay. Wow. Okay, ich habe ihn trotzdem indirekt quasi noch getroffen irgendwie. Wobei man ja gar nicht sagen kann, ob das jetzt ein Junge oder ein Mädchen ist, ja? Es ist einfach nur ein fettes Huhn. Okay, wieder nicht das Spielfeld zerstört. Das wundert mich echt. Macht er das doch vielleicht gar nicht? Okay, jetzt glaube ich, ist es vorbei mit dem komischen Schießen direkt auf mich von den Bomben. Jetzt macht er nur noch solche Späßchen hier. Okay, easy. Leute, easy. Ich hatte jetzt gedacht, der braucht noch einen Treffer, mindestens. Oh, ich mag das Ding. Das ist so hässlich. Und nervig. Aber gut, ich meine, fairweise muss man sagen, du bist wahrscheinlich gar nicht so nervig, du Hühnchen. Es ist eigentlich nur einer, der hier nervig ist. Und Leute, demjenigen werden wir jetzt mal schön eine reinhauen. Ich rede natürlich von dir. Bam! Ich frage mich ja auch, wo ich das gerade so gesehen habe, dass er wieder aufwacht. Wenn man lang genug wartet, wird der Boss dann wieder auferstehen oder was? Das wäre auch mal sehr interessant. 20 Treffer. Nicht so gut wie beim letzten Mal, glaube ich. Ich schäme mich für diese Leistung, höchstpersönlich. Also das geht ja so gar nicht. Alles klar, ja, das ging doch dann auch relativ fix. Ich bin jetzt am Überlegen, ob ich vielleicht noch ein Level mache. Weil ich ja auch so ein bisschen was rausschneiden werde aus dieser Folge. Aus dem Tempel-Business. Aber wir kommen jetzt in die Höhle. Einer Welt, die sehr nervig werden kann. Nee, ich würde wirklich sagen, an dieser Stelle werde ich den Part einmal unterbrechen, weil ich kann nicht garantieren, wie schnell oder wie langsam ich bin bei den Klapperschienen. Deswegen freut es mich, dass ihr auch dieses Mal wieder zugesehen habt, wo ich jetzt endlich mal die Ruinen hinter mir lassen kann und jetzt mich in die wohl nicht gerade vielfältigste Welt hier wagen darf. Hier gibt es, glaube ich, nur Minenkart und Raketenlevel. Glaube ich zumindest, mich daran zu erinnern. Vielleicht war es doch anders. Der Tempel hat wahrscheinlich nichts von beiden, sondern irgendwas anderes. Aber wir werden es sehen. Auf jeden Fall bis zum nächsten Mal zu Donkey Kong Country Returns. Ich hoffe, ihr schaltet auch das nächste Mal wieder einen euren Fernseher. Schaltet den dann wieder aus und kommt auf YouTube zurück. Bis dahin, einen wunderschönen Tag noch und auf Wiedersehen.